Leute, ihr habt das im Titel gelesen. Die AP ist weg und für was ich sie ersetzt habe, seht ihr jetzt gleich. Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Und ja, die AP ist weg, die ultradünne Jumbo ist weg. Carols being sung, it's Christmas. The fire crackling gently all the while. Snow is... Und sie ist ersetzt worden. Wir halten es ganz kurz durch dieses wunderschöne Ding hier. Und wie es zu dieser Uhr überhaupt kam und welchen Gedanken ich überhaupt bei diesem ganzen Prozess hatte, den möchte ich jetzt einfach mal mit euch teilen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein Video veröffentlicht mit dem Thema, warum du dir keine Royal Oak Jumbo kaufen solltest. Das Video war sehr beliebt, ich habe viele Kommentare bekommen, so nach dem Motto, du Dödel hast so eine Uhr und meckerst. Ja Leute, weil es ist einfach für viele Leute eine absolute Grail Watch. Aber ich wollte mal aufzeigen, dass selbst so eine Grail Watch so viele Nachteile mit sich tragen kann, dass es echt so weit kommt, dass sie die Uhr fast nicht mehr tragt. Und genauso ist es mir verlaufen. Und so bin ich irgendwie zu dem Entschluss gekommen, okay, weißt du was, du trägst die Uhr nicht und es ist schade, eine Uhr zu haben, die man nicht trägt, vor allem wenn die so teuer ist, dann komm. Hau weg das Ding, schau mal, was du sonst gerne hättest, was du tragen würdest, was halt einfach cool ist. Und ich hatte sicherlich nicht diese Uhr auf dem Radar. Ich wollte mir nicht diese Uhr holen. Eigentlich war eine Weißgold Daytona mit blauem Blatt auf meinem Radar. Das habe ich schon ein paar Mal in meinen Livestreams erwähnt. Für alle, die mich nur hier auf YouTube kennen, ihr müsst mir unbedingt auch auf Instagram folgen. Da gibt es immer wieder Livestreams, Stories, immer die aktuellsten News, wenn ich irgendwas mache mit Uhren oder keine Ahnung was, Kooperationen. Die auf Instagram erfahren es immer als erstes. Ich verlinke euch auch hier unten meinen Instagram-Account, @thewristguy, hier unten könnt ihr sehen. Aber auf meinem Radar war eine Weißgold Daytona. Habe ich bestellt bei meinem Konzessionär, hat gesagt, okay, geht ein paar Monate und dann hast du sie. So. Ich habe sie mir immer angeschaut bei den ganzen Grauhändlern bei mir in der Nähe. Und ich war mir bis zuletzt nicht sicher, ob das tatsächlich die richtige Uhr ist. In meinem Kopf hatte die Daytona alles, was ich will. Weil Sportuhr, Rolex, Vollgold, Understatement, Understatement ohne Ende, blaues Blatt, das fand ich richtig cool. Und dann bin ich zu meinem Konzessionär gefahren, einfach mal zum Besuchen, Hallo sagen, nochmal kurz besprechen mit der Daytona. Und er hat gesagt, hey, ich habe eine coole Uhr für dich da, wie findest du die eigentlich? Und zeigt mir das Ding. Und ich so, ja, ist cool. Hatte ich nie so am Radar, ehrlich gesagt. Ich dachte einfach so, ja, ist witzig, aber nichts für mich. Und dann bin ich nach Hause gegangen und irgendwie war die Uhr so immer noch in meinem Hinterkopf. Und ich liebe ja GMTs, ich habe schon immer GMTs geliebt. Ich hatte ja eine gemischte Stahl-Gold-GMT und ich hatte eine Vintage-GMT. Und vermisst das irgendwie so ein bisschen. Und ich habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, dass ich ja gerne eine GMT hätte, aber irgendwie kommt man zu keiner Stahl-GMT. Und dann hat es irgendwie so Klick gemacht, so hey, das wäre doch eigentlich eine echt coole GMT für die Sammlung. Dann habe ich meinem Konzessionär gesagt, hey Alter, ich möchte die Uhr gerne doch anschauen. Und dann schreibt er mir, sorry, die ist schon reserviert jetzt für einen anderen Kunden, weil du hast ja nein gesagt. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Nicht, dass die Uhr mir jetzt irgendwie vor der Nase weggeschnappt wird, das ist mir schon so oft passiert. Und in der Sekunde, weil ich mich so geärgert habe, habe ich gewusst, okay, unterbewusst, ist das echt die Uhr, die ich haben möchte? Und das gab mir einfach so ein bisschen so diesen Arschtritt, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich ist das eine echt coole Uhr und hol dir die. Und ja, dann ist es das Ding geworden. Und darüber möchte ich einfach mal mit euch ganz kurz sprechen. Das war jetzt eine sehr lange Einleitung. Also diese Uhr ist die Rolex GMT Master aka Root Beer in Vollroségold mit schwarzer und brauner Lünette. Referenznummer ist die 21 6715. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich merke mir diese modernen Referenzen nicht mehr bei Rolex. Auf jeden Fall ist es die ganz normale moderne GMT Master 2 mit dem neuen Werk. Aber diesmal hat die Endung CHNR und was es mit der Endung auf sich hat, erkläre ich euch auch noch gleich. An sich gibt es gar nicht so viel zu der Uhr zu sagen. Optisch ist sie eine ganz normale GMT Master. Das heißt, wir haben hier das Maxi-Case von jeder GMT Master. Wir haben schwarzes Blatt, wir haben die zweifarbige Lünette, wie sie jetzt bekannt ist, für jede GMT Master. Das Coole ist hier natürlich einfach das Material. Die Uhr ist aus Everose. Bei Rolex heißt Roségold Everose und es ist nicht einfach nur ein Roségold, das ist dieser ganz, ganz spezifische Rolex-Ton von Everose. Normalerweise bin ich nicht unbedingt der Roségold-Typ, aber ihr wisst, ich habe ja schon die Daydate in Roségold, sehr, sehr geile Uhr und die Uhr, finde ich, ehrlich gesagt, steht mir sehr gut in Roségold, passt irgendwie zum Hautton
und auch die Größe ist sehr gut. Und diese Uhr strahlt einfach so ich wieder, weil sie sehr sportlich ist. Ihr wisst, ich trage sehr, sehr gerne Jogginghosen, ich trage sehr, sehr gerne Hoodies, aber ich will nicht auf eine geile Uhr verzichten. Und ich habe das Gefühl, eine Daytona ist ein bisschen mehr hemdiger, ein bisschen mehr eleganter, wohingegen die einfach so einen geilen sportlichen Look hat, ohne aber allzu dick aufzutragen, weil sie halt nicht aus Gelbgold ist. Als Band verbaut hier Rolex das Oysterband, was ich ziemlich cool finde, weil ja jetzt eigentlich Rolex bei den GMT Masters umgestiegen ist auf das Jubilee-Band, damit sie halt GMT Master und Submariner ein bisschen besser auseinanderhalten. Die Submariner hat Oysterband und einfärbige Lünette, GMT Master hat Jubilee-Band und zweifärbige Lünette und die Uhr hat das Oysterband und die zweifarbige Lünette und ich finde die Kombo sehr, sehr, sehr nice. Das Ziffernblatt ist das schwarze, klassische Ziffernblatt, nur dass hier die Indizes und die Zeiger in Everrose sind, also in Roségold, und mir gefällt das Farbspiel sehr gut, weil der GMT-Zeiger hat keine Kontrastfarbe. Der GMT-Zeiger ist einfach nur Roségold und ich finde, das sieht sehr, sehr nice aus und das gibt der Uhr noch ein bisschen mehr Monotonität und ein bisschen mehr Klasse, finde ich. Hier seht ihr den GMT-Zeiger ohne andere Farbe, einfach in Roségold. Und die GMT Master 2 Schrift ist in Gold gehalten und ich finde das ein nettes kleines Detail. Aber ganz ehrlich Leute, der Star der Show ist natürlich die Lünette und hier kommt auch die Namensgebung ins Spiel, warum die Uhr CHNR hat. CH wurde mir gesagt, steht hier für Schokolade und NR für Noir, also Chocolat Noir, Chocolate Schwarz. Und da kam mir dann der Gedanke, eigentlich hat die Uhr den falschen Spitznamen. Die Uhr sollte nicht Root Beer heißen. Das Leute ist eine Chocolate oder eine Cappuccino. Ganz ehrlich, wenn ich die Uhr anschaue, denke ich an Schokolade oder an Kaffee. Und ich finde das ein sehr, sehr passender Name für die Uhr. Ein sehr interessantes Detail ist, finde ich, die Tatsache, dass wir hier eine Triplock-Krone haben. Und hier sieht man auch, dass der mittlere Punkt größer ist als die zwei Außen. Das zeigt, dass das eine Goldkrone ist. Bei Platin sind übrigens die zwei Außenpunkte groß und der mittlere Punkt klein. Und witzig ist, dass die Uhr eben die Triplock-Krone hat, aber nur 100 Meter wasserdicht ist. Da muss ich mal den Konzessionär fragen, warum das eigentlich so ist. Wie bei jeder GMT Master 2 habt ihr hier eine halbstündliche Rasterung oder eigentlich eine 24-Stunden-Rasterung in der Lünette, damit ihr eine dritte Zeitzone gleichzeitig anzeigen lassen könnt. Ganz ehrlich, ich nutze das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es irgendwie cool, damit rumzuspielen, weil das sehr, sehr befriedigend ist. Unten auf 6 Uhr habt ihr die kleine Rolex-Krone zwischen Swiss und Made. Das sagt, dass die Uhr das neue Werk von Rolex hat. Das heißt, wir haben jetzt hier über 70 Stunden Gangreserve, bisschen bessere Gangwerte und so weiter. Einfach das modernere Uhrwerk sozusagen, die nächste Generation von Rolex-Uhrwerken. Das Band ist eben, wie gesagt, das klassische Oysterband in Vollgold. Wir haben hier keine hohlen Mittellieder oder sowas. Eines der besten Bänder der Welt, ganz ehrlich. Und auch genormt auf jeder Uhr. Ich weiß genau, wie groß bei mir die Oysterbänder sind. Ich habe unten 4 links, oben 6 links und da passt mir jede Uhr am Oysterband perfekt. Die Schließe ist eine der besten Schließen, die es gibt, finde ich, am Uhrenmarkt, weil es ist erstens komplett massiv aus Gold gefertigt und hier haben wir so eine Art Federmechanismus, das Ding rastet hier richtig ein und dann habt ihr hier oben noch den Sicherheitsbügel. Sieht sehr, sehr schön aus, ist jetzt hier ein bisschen mit Fingerabdrücken, sieht sehr, sehr schön aus und hält auch bombensicher. Was ich noch gerne mag, ist, dass die GMT Master 2 hier noch die Easy-Link-Verstellung hat, das heißt, hier könnt ihr dann einfach noch so ein paar Millimeter noch dazu gewinnen, falls ihr die Uhr im Sommer zum Beispiel ein bisschen lockerer tragen wollt. Und was mir halt gefällt, im Gegensatz zu einer Submariner, ist, dass die Schließe nicht so lang ist. Bei der Submariner habt ihr diese Glide-Lock-Schließe, die ist ungefähr so lang. Das heißt, die deckt schon meine gesamte Unterseite vom Arm ab. Hier habt ihr eine nicht so große Schließe und ich finde, das sieht so ein bisschen symmetrischer aus. So wie bei jeder modernen Golduhr habt ihr echt einen Brocken in der Hand. Also die Uhr wiegt circa, ich glaube, so 230, 240 Gramm. Das ist echt ein Gewicht und fühlt sich ein bisschen so an wie bei manch anderen Marken Platinuhren. Und ich finde das einfach geil. Dadurch hat die Uhr so eine richtig schöne Wertigkeit und sieht einfach top aus am Arm, finde ich. Dieses Schwarz und Braun komplementiert einfach das schwarze Ziffernblatt und das roségoldene Material so gut einfach. Die schwarze Seite der Lünette entspricht natürlich dem Ziffernblatt, die braune Seite entspricht so ein bisschen dem Roségold und dazu kommen halt die roségoldenen Inlays auf der Lünette drauf. Sehr, sehr schön. Die Uhr ist meiner Meinung nach eine der schönsten Vollgold-Sport-Rolexe, meiner Meinung nach, weil ich finde, die roségoldene Daytona ist ein bisschen zu feminin. Gelbgold ist absolut nicht mein Ding. Weißgold ist sehr, sehr schön, aber halt auch sehr Understatement und das ist, finde ich, einfach nur schön, ganz ehrlich. Ist einfach nur schön. Wie ihr seht, ist dieses Review nicht sehr objektiv, sondern sehr, sehr subjektiv. Natürlich ist es das, weil ich habe mir diese Uhr jetzt gerade gekauft. Ich habe absolut nichts Negatives dazu zu sagen. Das war es jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich mal wissen, wie ihr die Uhr findet. Findet ihr, passt die gut zu mir? Steht mir die Uhr? Würde mich sehr, sehr interessieren. Sammlungsupdate sollte es auch bald mal geben, aber da warte ich noch auf ein paar Sachen und ich möchte euch das dann erst zeigen, wenn die ganze Sammlung komplett ist sozusagen. Na gut, Leute, lasst mir wie immer bitte Likes und Abos da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.